Willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh, ist viel zu früh. Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe. Moin Moin. Heute mal wieder ein Outdoor-Moin Moin. Danke an Jochen Schweizer, die das möglich gemacht haben. Ich bin hier bei den Ripp-Piraten in Hamburg im, ich weiß nicht, ist das schon das Hafenbecken? Ich weiß nicht, auf jeden Fall am Wasser. Das ist irgendwie, hier sind auf jeden Fall Boote, Schiffe. Wir werden gleich mit einem Highspeed-Boot, so einem, werden wir hier gleich loslegen. Und ich habe gehört, die Dinger fahren bis zu 400, 500 Kilometer am Tag, man weiß es nicht so genau. Ich glaube, das hier ist es. Wir haben da schon ein paar GoPros anbringen lassen. Und ja, man muss einfach mal die Aussicht... Ist das? Florentin? Das ist Tini! Eddie. Ja, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Hey, Eddie, hallo. Hey, freut mich. Hi. Was? Mensch, ist jetzt irgendwie, machst du jetzt eine Prankshow oder was? Wir wollten jetzt hier Moin Moin drehen. Du machst noch Moin Moin? Ja, wir machen das noch. Ach krass. Wir machen das noch. Ach krass, okay. Ja cool, ich bin hier privat einfach ein bisschen zum Entspannen, relaxen irgendwie. Ich habe hier mein eigenes Boot und ja, hier das Stardust. Stardust. Das ist mein kleines, schön. Kleine. Stark. Ja. Und du bist öfter hier? Ich bin öfter hier, ja. Aber ey, viel Spaß, ne? Aber du willst mitmachen? Wie? Ich werde jetzt hier so ein Ding steuern. Okay. Ja, interessant. Hast du ja. Bock? Oder hast du was vor jetzt? Eigentlich hätte ich jetzt... Wollte ich jetzt auch nicht stören. Ich schreibe gerade an meinem Roman halt so ein bisschen. Ich versuche im Kopf gerade so die Figuren durchzugehen. Aber wenn du sagst, ja klar, nee, kann ich auch bei dir bei deinem Morgen mitmachen. Was sagt ihr? Soll Florentin mitmachen? Haben wir noch ein Mic? Ach so, ja nee, das habe ich noch von früher. Das hast du einfach... Das habe ich noch von früher. Da ist das Mic! Krogi, guck mal hier, zeig mal Krogi. Ja, super. Da ist es, Mike. Die sehen auch alle so aus, als würden sie gerade so einen Uranunfall aufräumen. Es ist einfach so, alle haben Schutzwesten an, nur wir nicht. Wir holen uns jetzt Schutzwesten. Schon so ein bisschen hart. Pass auf, Leute, wir holen uns Schutzwesten, weil es wird so schnell. Du hast mal natürlich wieder kurze Hosen an. Ja, klar, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ja, auch weil du wunderschöne Waden hast und gerne angibst, aber... Ich dachte, wir machen einen entspannten Bootsausflug. Das sieht wirklich erstmal aus wie ein Folterinstrument oder das, was Darth Vader fahren würde, wenn er Boot fahren würde. Und es ist auch einfach dieser riesengroße Motor da hinten, ja. Der macht mir schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Mit diesem Schlauch. Es ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Es sieht nicht hundertprozentig sicher aus. Deshalb lassen wir uns jetzt erstmal Jacken und Sicherheitswesten geben. Es sieht aus wie eine Achterbahn einfach. Warum hat man da so große Bügel, an denen man sich festhalten muss? Da hinten, man kann, glaube ich, sitzen Angst. Und stehen. Was musst du machen? Und sitzen hier ist oder der stehen? Der Architekt des Ganzen. Oh, guck mal, hier ist meine Jacke. Sitzen. Hi. Moin, hallo, erstmal hallo. Hi. Wie heißt du? Julian. Julian, hallo, Julian. Hallo, freut mich. Moin, hi. Servus. Dir gehört das hier alles? Nee, ich bin Angestellter. Okay. Ja. Unangenehm. Und eines Tages wird das alles dir gehören. Irgendwann mal, ja. Okay. Das sind wasserfeste Jacken, dass wenn wir ins Wasser fallen, nicht sterben. Sind das nicht einfach Feuerwehrjacken? Was macht er hier? Was soll der Scheiß jetzt? Ignorier das doch mal. Wollt ihr mich provozieren oder was? Florentin, was ist das jetzt hier? Ich bin mit dem Wakeboard gekommen. Alter, ist das dein fucking Ernst? Du weißt ganz genau, was damals passiert ist. Ja, aber ich fahre überall mit dem Wakeboard hin. Okay, ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, was passiert ist. Jetzt bin ich schlecht drauf, Eddie. Du musst ja nicht. Aber wir fahren nicht mit dem Wakeboard, oder? Nee, fahrt nicht mit dem Wakeboard. Okay. Aber wir könnten. Nochmal. Wenn du noch mal willst. Du bist über die Flugschanze geflogen und dann warst du 30 Minuten lang weg. Wir haben uns Sorgen gemacht um dich. Okay, wir wussten nicht, ob du überhaupt wiederkommst. Ich fahre überall. Ich habe neulich gesucht nach einer Handyhalterung auf dem Wakeboard, weil ich überall hinfahre. Ja, wir haben schon versucht, über Google Maps dich so zu suchen, ob du irgendwo so Hilfe suchend in den Himmel winkst. Wir dachten, du bist weg für immer. Wir hatten Angst. Ach ja, das ist gut. Sieht ihr noch eine Rettungsweste von mir? Das ist so albern. Ich kann sicher. Das ist eine Rettungsweste. Das ist eine Rettungsweste, ja. Ich kann ja schwimmen. Keine Bleiweste, keine Sorge. Okay, kriegen wir noch einen Fallschirm oder sowas? Weil ich hab. Ich hab den Pömmel. Jetzt will ich aber auch einen Helm. Aber der hält also ja wenn niemals wir auf dem Speedboot. Nimm den mal lieber. Den brauchst du nicht, aber die Rettungsweste ist leer. Steht gleich fest. Ist da auch so eine Pfeife dran oder sowas? Oder so ein.
Was denn? Komm, dein lieben Ballon, bevor du das Wasser fallen. Ja, gut. Ja, richtig gut. Ich brauch so einen Quatsch nicht. Ich zieh dich nicht aus dem Wasser, wenn du reinfällst, Eddie. Einmal du. Einmal umdrehen, bitte. Aber wer fährt denn das Speedboat? Hast du einen Führerschein? Die stellen sich gleich vor bei euch. Ach, ich dachte, wir fahren. Nee. Das kann ja nicht so schwer sein, nur lenken. Mit Solar sogar. Guck mal, das ist ja schön. Mit Solar. Du hast sogar Solar hier. Seid ihr geladen? Da ist unser Fahrer. Ah, okay. Moin. Hi, morgen. Servus, hallo, Etienne. Frank. Freut mich. Hallo Frank. Hi. Du bist unser Fahrer? Ich versuch's, ja. Erster Tag heute, aber ich gebe alles. Okay. Hast du doppelseitiges Klebeband unter der Mütze? Die fliegt weg? Wahrscheinlich schon. Ja, das ist nur billiges Merch von uns. Ja, ist nicht schlimm. Hier, ja, ich wollte noch zwei, drei Sätze zur Sicherheit sagen. Ja, gerne. Obligatorische erste Frage: Hat einer von euch Rückenprobleme? Knie oder? Ein bisschen. Bisschen? Ja. Alles klar, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nach hinten zu gehen. Okay. Das Boot sieht vorne bequem aus durch die Sitze. Das Gegenteil ist der Fall. Das Boot bewegt sich hier vorne mehr als hinten. Das heißt also, hinten kann man es im Stehen besser abfedern. Was auch immer das heißen mag. Vorne Bewegung. Hinten. Nee, ich dachte mehr so, hoch und runter. Ach so, genau. Das macht mehr Sinn. Obwohl, das können wir auch mal versuchen. Wie sollte das auch gehen? Ein guter Hinweis. Ja. Ich würde vorschlagen, wir starten erstmal mit euch hinten stehend. Und wenn ihr merkt, das ist doch entspannt, können wir nachher durchtauschen. Wir werden ja wahrscheinlich wieder zurückfahren. Kann ich eine Frage stellen? Zwei. Warum hast du ein Messer dabei? Ich wollte exakt das gleiche fragen. Das hat mich auch, ich kann nicht mehr weggucken. Aus wie vielen Walen hast du dich schon rausgeschnitten? Fangen wir ganz harmlos an. Tampen in der Schraube zum Beispiel. Also Tampen, ah, okay. Seil, alles so, klar. Ne? Tampen? Seil, ja. Tampen, genau so heißt das. Eddie, komm schon. Als ob du wusstest, dass Tampen klar, ein Seil natürlich. Ist. Wenn du einmal gesehen hast, wie sich einer in so ein Seil eingewickelt hat, dann willst du ohne Messer nicht mehr fahren. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass du einen rausschneiden musstest? Noch nie. Okay. Aber ich habe es schon mal gesehen auf dem Surfcup-Insel, weil ich da 5 Jahre sozusagen den Surfcup gemacht habe. Und das ist schon heftig. Okay. Was muss ich noch wissen jetzt? Ja, und zwar ist es so, mit dem Boot, wir haben also das normale 90-minütige Event. Reine Fahrzeit 75 Minuten, wir haben unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche hier. Das heißt also, wir fangen langsam an, werden immer schneller. Hafengrenze stoppe ich nochmal auf, sag euch Bescheid. Fahren wir so schnell wie es geht. Was das macht, ja, wirklich. Was gibt so ein Motor her? Hat er. Also jetzt mal. Also ist er. Weil der Leistung, ist ja recht groß. Ja, das sind 300 PS. Geschwindigkeit machen wir so, ich sag mal, zwischen 40 und 45 Knoten. Fühlt sich aber schneller an. Okay. Eine S-Klasse auf der Autobahn ist natürlich entspannt. Wie viel ist angenommen, man wüsste jetzt nicht, was 40 Knoten sind für unsere Zuschauer. 1,852. Also man kann sagen, bummelig mal 2. 80 km/h. Genau. Wenn man jetzt nicht so genau weiß, was km/h sind. Wie also können Sie das mit der Hand mal machen, wie schnell das ungefähr sind 80 km/h. So. Du hast es provoziert. Okay, was ist eine Frage? Wofür ist das hier? Das ist, wenn du die Weste hier an Land auslösen möchtest, solltest du ins Wasser fallen, lehne dich einfach entspannt zurück, die geht automatisch auf. Aber noch gar nicht die Weste, das kommt erst die Weste, raus. Aber der Auftriebskörper ist ja jetzt. Und woher weiß die Weste, wenn ich im Wasser bin? Die Weste weiß das, weil sie schlau ist. Sie hat nämlich eine sogenannte Salztablette. Hier kannst du das fühlen, hier ist die Patrone drin. Und diese Patrone, die bläst dann die Weste aus. Okay. Also, Salzpatronen. So, hast du eine Pfeife dran, dass man irgendwie, wenn... Ja, du kannst gerne nach mir pfeifen, aber einer der Gründe sind diese schönen, unauffälligen Jacken, damit ich dich wiederfinde. Okay, gut, dann... Gibt es sonst noch was? Also wegen Rücken, hinten, gibt es irgendwas, was man auf keinen Fall machen sollte? Zu viel wackeln, tanzen? Man sollte sich immer festhalten, also mindestens eine Hand am Boot. Man sollte bei schneller Geschwindigkeit, sollte man sich nicht nach hinten drehen. Wegen deiner Brille, was ja noch harmlos ist, aber wenn man die Wirbelsäule verdreht und wir haben Wellen, erstmal siehst du sie nicht. Und diese Schläge sind nicht dafür gemacht, um die Wirbelsäule zu verdrehen und nach hinten zu gucken. Also nicht nach hinten gucken? Bei hoher Geschwindigkeit, genau. Okay, alles klar. Und auch nicht so dicht zusammen mit den Köpfen, ne? Weil das Boot bewegt sich ja dreidimensional, wenn ihr zu dicht zusammenkommt. Moment, ist es ein dreidimensionales Boot? Das sagst du jetzt?
Ich dachte, das wäre klar. Okay, Leute, jetzt wird es ein bisschen crazy. Aber ich habe gesagt, es bewegt sich dabei. Okay, aber jetzt mal, wir brauchen so ein bisschen Vokabular. Angenommen, jemand fällt über Bord. Ja. Dann klassisches Mann über Bord, gibt es das noch? Oder Scheiße. Oder Fuck, Hilfe, ich sterbe. Was sind so die Begriffe, die wichtig sind? Das hört sich besser an. Okay. Passt aber auch nicht. Wir haben uns ja angepasst. Jetzt heißt es Mensch über Bord. Mensch über Bord. Obwohl, bei euch würde ja Mann über Bord passen. Okay, Mensch über Bord. Alles klar. Ansonsten, aber es könnte ja auch ein Tier sein, das runterfällt. Können wir sagen, Lebewesen über Bord? Ausnahmsweise. Okay. Ich habe noch eine Frage. Ich habe einen sehr erfolgreichen Instagram-Account. Ah, okay. Wie ist das mit Selfies? Also, wenn ich jetzt... Würden wir durchgehen lassen. Ja, aber das fällt das nicht Problem, aus der Hand. Wir haben viele Leute, die filmen, in der Tat mit ihrem Handy. Und vor zwei Wochen hatten wir Premiere. Da hat auch einer mit seinem Handy gespielt. Und hat aber in der anderen Hand eine GoPro. Also trotzdem. Das war es mit ihm jetzt. Das war dann, als er zu Hause ankam. Gab es denn schon mal tödliche Unfälle auf dem Boot? Mehrere schon. Okay, gut. Aber nicht auf unseren. Alles klar. Ja, okay. Falls Sie das wussten. Okay. Okay, ja. Ich wäre dann soweit. Ich bin bereit. Also erstmal sitzen wir nur, aber können wir irgendwann auch selber steuern? Mal wenn wir so ein bisschen angeguckt haben, einmal. Nicht mal vielleicht. Nicht mal vielleicht? Nein. Oder hast du deinen gewerblichen Sportmotorführerschein dabei? Ja, leider ein Auto vergessen. Oh, okay, los schade. Geht's. Ich habe Führerschein Klasse B. B? Was heißt das B? Weiß ich nicht. Boot wahrscheinlich, oder? Boot, ja. Lass uns erstmal losfahren. Windsurfschein als sechsjähriger Mann. Das sieht echt tödlich aus, diese Teile. Leute, hast du Angst? Bisschen schon. Habt ihr mein Testament? Testament habt ihr, ne? Das ist Nils, unser Fahrer. Okay, hi Nils, hi. Alles klar. Vielleicht einmal kurz die Person kennenlernen, die dein Leben gleich in der Hand hat. Alles klar. Gut, was hast du einen Führerschein? Ja. Er hat aber kein Messer, du hast kein Messer. Brauche ich nicht. Ja? Okay, du reißt mal. Alles klar. Okay, wir gehen jetzt, das ist unser Schiff. Wir haben Frank, den wir eben kennengelernt haben, der wird nämlich das Kameraschiff fahren. Und das ist unser Schiff, da hinten ist Krogi, der den Ton nimmt. Okay, dann... Ja, ich bin bereit. Dann gut ja, Schiff. Dann. Oder auf die... Volle Fahrt. Was sagt man? Was sagt man? Für den Frieden, oder? Ja. Okay, alles klar, wir gehen aufs Boot. Okay, okay. Pass auf, das hier ist Wasser. Das ist Wasser. Okay. Wasser. Geh du ruhig zuerst. Nee, ich muss mich ganz kurz noch um meine Sonnenbrille kümmern. Okay, dann gehe ich zuerst. Geh du kurz mal zuerst, bitte. Okay, das geht's. Geht das? Sehr das gut. Geht, na klar. Ich gehe hier einmal außen rum, ich auf die linke Seite, okay. Auf die rechte Seite. Also vorne ist hart. Es wackelt wir. Jetzt schon vorne. Es wackelt jetzt schon vorne, obwohl noch gar nichts. Ja, es ist schon. Das ist Wellen. Das ist einfach wie so eine Achterbahn, wo man einfach so eingeklemmt wird. Wenn wir nachher Wellengang haben, stellt euch am besten hin. Dann könnt ihr ein bisschen mit den Knien wippen, weil Knie sind günstiger als Kopf. Okay. Okay. Diese Sprüche, ey, ich hab Schiss. Gibt es ja auch so einen Eject-Button, dass man einfach so rausfliegt, wenn es zu hart wird? Zack. Zack. Okay, komm, 40 Knoten, was ist das? Was ist das denn? Das klingt nicht so viel, aber... Das klingt nach gar nichts. Okay. Erste Regel, immer zuwinken, die Leute winken immer zurück. Hallo! Hallo! Das ist der alte Seemannskurs. Hallo! Ah, guck mal, die Kinder winken. Nö, eigentlich nicht. Sehr schön. Außer, dass ich hätte mich eincremen sollen. Doch, ey, wie die Sonne ballert. Ja, regelmäßig ein Solarium, das kann ich. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Hafenromantik und Todesangst. Ich fühlt sich sehr gut an. Ich finde eigentlich die Geschwindigkeit jetzt gerade richtig es mega, ist ganz angenehm, mega entspannt. Ja. Ja. Es, für mich, wir könnten noch hoch auf 5 Knoten gehen, aber dann... Gibt es eigentlich auch Slowboats? Ja. Also ich würde mich eher für ein Slowboat entscheiden. Einfach so ein very, very Slowboat. Ah, die Mississippi Queen. Richtige historische Legenden hier. Da winkt niemand! Ah, die sind alle ein bisschen arrogant in der Das sind die ganzen Akademiker, die wir sich wieder Chopin anschauen. Oh, guck dir die mal an, Anja! Okay, es geht los. Alles klar. Okay, alles klar. Musicals schön dabei. Meine Herren, guck dir das mal an. Es geht schon gut hoch. Wo fahren wir denn jetzt hin eigentlich? Raus auf die große See. Okay. Internationales Recht.
Noch sind Möwen da, das heißt, Menschen sind in der Nähe. Uff. Ich glaube, das ist noch gar nichts einfach. Was? Es ist schon 10, 15. Ja, was wird das sein? 12, 13? 13. So 13 in der Richtung. 13, 14. Könnt ihr Löwen schon gesehen? Oh ja, ich freue mich. Gestern Kartenverkauf, die Schlange war sehr lang. Aber ich freue mich auf West Side Story. Kommt jetzt nach Köln. Und wir schauen, dass wir in New York Hamilton anschauen können. Was wollt ihr angucken? Hamilton. Oh ja. Ja, sehr richtig gut. Soll gut sein. Sehr gut. Sag mal, wie bist du eigentlich in die Medien gekommen, Eddie? Ich war Musical-Darsteller. Ja. Weißt du, das Problem ist ja gar nicht, in die Medien reinzukommen, sondern aus den Medien rauszukommen. Ich glaube, wir haben heute eine gute Möglichkeit. Das sind immer die Sprüche, die man gerne hört, wie der Fahrer zum Krogi sagt, wenn ich raus will, musst du übernehmen. Das geht. Das geht. Ich dachte, es ist schlimmer. Gibt es schon einen Podcast? Ja, gibt es schon. Auf dem Speedboat? Ja, aber gibt es schon. Speedpod? Der schnellste Podcast Deutschlands. Das ist auch so, wie man so diesen Griff hält. Das sieht so erbärmlich aus. Ja, nicht so. Aber das muss eigentlich eher so. Bisschen schnittiger eigentlich. Vor allem, ob jetzt man da sitzt oder hier, das ist nur ein Meter Unterschied. Das kann ja, aber Hebel. Das ist der Hebel. Ja. Länge mal Abstand. ein Segelschiff sogar. Lenken mal Anstand. Ah, da sind die Touristen. Hallo. Hey. Ihr arroganten Schweine, Basler. Sollte vielleicht Leute zuwinken, die hierher kommen. Na gut. Das ist ein Punkt. Ich pfeife mal kurz. Oh, okay. Oh, 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 oh. Hast du das? Okay. Oh. Alles klar. Wir sind immer noch nicht schneller als die Möwe. Die Möwe ist schneller als wir. Ist das nicht eine Demütigung für dich? Wir sind genauso schnell wie die Möwe gerade. Bitte fordere ihn nicht heraus. Ja. Guck mal, wie die lacht, die Möwe. Die lacht uns aus. Könntest du dir jetzt alle mit Wasser vollspritzen, wenn du so eine Kurve machst? Nein. Nein? Okay. Kein Prankster. Hallo, da sind sie doch. Hey! Professionelles Speedboat-Fahrer. Leute, die am Hafen sind, lieben es zu winken. Ja. Die lieben es einfach. Das ist generell, ist das irgendwie am Wasser, das holt das Beste aus dem Menschen raus, ja, glaube ich. Man ist, der Mensch ist auch fürs Wasser gedacht, ja, einfach. Hier. Hey, wir geben mal einen Daumen. Gib jemand einen Daumen zurück. Ah, nee, keine Daumen. Es ist nur winken, keine Daumen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich so nach unten gehe und mir dann sämtliche Zähne an diesem Ding ausschlage. Das ist meine Hauptangst momentan. Aber es geht. Guck dir die mal an, wie so ein Navy Seal Einsatzkommando da hinten. Oh! Uiuiuiui. Oh. Aber der Spatz ist immer noch schneller als wir. Guck dir mal die mit den Schloten an. Okay. Ach du Scheiße. Ich glaube, das wird noch härter, ey. So ein bisschen wie Captain Phillips, die Piraten, die kommen auch mit zu Schnellbooten. So, das war's mit Moin Moin. Holy shit. Wie riesig diese Schiffe sind, ne? Ist das ein Schiff? Ja, das ist ein Schiff. Leute, wie ist es möglich, dass so ein Schiff nicht untergeht? Ja, es ist wirklich eine. Es ist ja besteht aus Metall. Warum geht das nicht unter? Ja, aber wie kann denn etwas, das so schwer ist, nicht untergehen? Das ist einfach sehr schnell, glaube ich. Das ist zu schnell, um unterzugehen. Wie viel Kapazität sind wir gerade, geschwindigkeitsmäßig? 10 Knoten. 10 Knoten? Oh mein Gott. 10? Das ist ein Viertel. Alles klar. Nach Hause. Okay, Speedboat ist einfach ein schnelles Boot. Okay. Hallo, das geht. Hey. Ah. Okay, alles klar. Dabei.
Es ist ein bisschen wie Reiten, so ein bisschen. Man hat es nicht unter Kontrolle. Es riecht ein bisschen merkwürdig. Es ist sehr ähnlich. Aber der arme Andreas Lynch, ey, der ist schon seekrank. Der hat schon gesagt, dass er das nicht aushält. Ja, warum ist er mit? Der arme Lynch. Ja, das ist der Redakteur, da muss er einfach. Ja, das ist der Redakteur, da muss er mit. Der sitzt da, der kann eh nichts sagen. Also, ja, Florian, die guck mal ein bisschen mehr in die Kamera. Oh, ist das der Strand, wo wir mal waren? Wo du runtergeklettert bist? Das ist der Strand! Der Strand vom Tandem Moin Moin! Ist er das? Ja! Ja, du hast recht, das ist der, wo du illegal runtergeklettert bist. Ja, genau! Das hat Spaß gemacht. Guck mal, da ist der Strand aus dem Moin Moin! Wo wir beim Tandem Moin Moin waren, wir an dem Strand! Ach, herrliche Erinnerung. Herrliche Erinnerung. Du wolltest hier unbedingt eine Wohnung haben. Ja, mit Unge da oben zusammen. Ja? Wohnt Unge hier? Der wohnt irgendwo am Hafen. Der hat er mal. Der ist doch jetzt umgezogen irgendwo. Nach Spanien oder. Das kann schon sein, ja. Dschungel oder sowas. Genau an dem Strand waren wir. Da bin ich runtergeklettert. Da waren wir! Ach, guck mal, hier ist der Burda Verlag. Okay. Hör mal, du hast auch den besten Job der Welt, oder? Wahnsinn. Den ganzen Tag Speedboat. Da ist ein Schiff. Nur falls du es nicht siehst, da ist ein großes Schiff. Weil wir verdecken ja auch die Sicht. Die Fähre, ja, Schiff, Fähre, Boot. Schaluppe. Ich glaube, das ist eine Kogge. Sogenannte Kogge. Ah, dann sind wir dabei. Ich fühle mich wirklich so wie so ein Navy Seal Einsatzkommando einfach, das gerade auf dem Weg ist. Wir müssen jetzt irgendwo Geisel rausholen. Oh, das sind die riesigen Tonnen da, das ist auch schon das schlecht. Das sind Bojen. Das sind riesen Bojen, ja. Damit die Schiffe da nicht andotzen. Aber es sind keine Speedbojen. Hoffentlich finden die den Weg noch zurück. Jetzt müssen wir sich das Videomaterial noch mal angucken. Da sind wir da links abgebogen, rechts. Wo war das noch mal? Oder wenn der Motor kaputt geht, wir müssen das alles zurückrudern. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit Etienne und Nils auf dem Boot bin. Ein großer Traum. Ist das eine Bushaltestelle? Moment mal, gibt es hier einen Wasserbus? Ja. Kannst du sogar richtigen Fahrschein ziehen am Fahrscheinautomat. Wusstest du das? Das ist ja geil, das wusste ich echt nicht. Ich kenne mich in Hamburg null aus. Ja, ich auch. Also ich auch nicht. Aber ich kenne mich nirgendwo aus, wo ich wohne. Ich kenne nur den Weg zwischen meiner Wohnung und da, wo ich arbeite, im Supermarkt. Sonst kenne ich gar nichts. Zu einem Leitdampf. Da sind wir immer mit dem Tandem rumgefahren. Nein. Doch, doch. Da sind wir entlang gefahren. Doch, du hast doch, recht. Das ist die Lagerhalle, wo wir reingefahren sind. Wo wir nicht drehen durften, leider. Ist man auf dem Wasser schneller als auf dem Land? Insgesamt? Insgesamt, du meinst, wenn alle Bewegungsmittel zusammen. Ja, im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Ich glaube schon, oder? Also hat das Wasser mehr Potenzial? Das ist eine gute Frage. Ist das schnellste Boot schneller als das schnellste Auto? Nein. Nee? Aber es gibt vermutlich mehr schnelle Boote pro Kopf als schnelle Autos. Ja? Also ich meine, schnellste ist man in der Luft, ist klar. Da kommt man nicht ran. Speedplane. Aber ich glaube, Wasser ist auf Platz 2. Ja, aber sowas zieht uns ja direkt runter. Ja, klar, das stimmt. Aber selbst Sie... Okay. Oh, sorry, ich bin ja auf Fuß getreten. Ah, jetzt war schön vorbeiziehen. Macht's gut, ihr Trottel! Segel! Oh mein Gott! Okay, jetzt geht's schon. Ich glaube, jetzt sind wir so auf Hälfte. Meine Herren! Geschwindigkeit ist schon einfach eine tolle Sache. Der Thomas muss Kamera machen. Das kannst du überhaupt nicht. Ich kann nicht mehr drehen. Oh, da haben wir 333 gedreht. Da haben wir das Musikvideo zu 333 gedreht. Das war der schlimmste Tag meines Lebens.
war so unangenehm. Oh, 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 oh. Ich glaube, es ist gut, dass ich noch eine Sonnenbrille mitgenommen habe. Sonst würde ich jetzt tränen, weil... Damit man dich nicht erkennt. Ja, stimmt. Da steht ein Typ. Das ist eine Boje. Wahnsinn, wie schnell man ist mit so einem Ding. Wir sind schneller als der Hund. Bei wie viel sind wir? 20. Oh mein Gott. Okay, das ist die Hälfte. Yeah. Oh, Etienne. Gefährlich. Hey! Beide zack, Zähne ausgeschlagen einfach. Traust du dich auf der Rückfahrt weiter nach vorne? Oh ja, klar. Klar, ne? Ganz vorne hinsetzen. Ich stell mir auch vor, ist so ein Speedboot fürs erste Date schon die beschissenste Lösung. Ja. Und was machst du beruflich? Batz! Ja. Au! Oh! Hast du eine gute Location für ein erstes Date als Tipp? Picknick? Ja, das Ding ist ja so, durch Tinder und so hat sich das ja alles verändert, ne? Ja. Weil es ist ja auch... Oh, okay, okay. Ja, es geht schon. Da gibt schon was. Holy shit. Ich glaube, ich war noch nie so schnell! Ich war noch nie so schnell! Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ja. Es ist ja so, wenn du beim ersten Date normalerweise hast, du überlegt, ja, du suchst eine Location, wo theoretisch alles machbar ist. Ja klar, aber du willst nicht langweilig sein, du willst nicht verrostbar sein. Aber du willst eine, auf eine gewisse Art und Weise auch unverbindlich bleiben. Ja, natürlich. Du willst auch nicht zu exotisch, oh, jetzt hat er sich was Tolles ausgedacht. Ne? Ja, wenn du zum Beispiel das erste Date ist, bei dir zu Hause und da sind so zwei Kerzen angezündet neben dem Bett und frische Satin-Bettwäsche, das ist creepy. Das, ne? Das kannst du nicht machen. Nee. Das heißt, es muss irgendwas sein, wo theoretisch... Wo man sich auch unterhalten kann, das ist wichtig. Wo man sich unterhalten kann, wo alles passieren kann. Ja, wo man mal selbst sein kann. Ich war wirklich noch nie so schnell, glaube ich. Warum nicht sieht er das? Da vorne ist eine Steine. Da ist ein Schiff direkt vor uns. Das ist eine Karavelle. Das sehe ich direkt. Leute. Oh, die denken, die werden überfallen. Wollen wir Weitspucken machen? Was? Weitspucken. 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 Ich glaube, es ist keine gute Idee. Mir ist gerade ein bisschen Spucke aus dem Mund geflogen. Ich glaube, es ist direkt Nils ins Gesicht geflogen. Wie entschuldigt mich, sagt man sich da dafür? Undankbare Sitzposition. Ja. Vor allem, wenn ich mich jetzt erbrechen würde. Es würde alles direkt Nils ins Gesicht fliegen. Oh. Ah, du bist so langsam! Du bist langsam! Ihr seid alle so langsam! Jetzt gehen wir auf 40 Knoten. Ja, Mann! Ja. Okay, nur die Wellen auf. Man kann schon sehen, wo die Wellen kommen. Da musst du aufpassen. Okay. Oh okay. Gott. Oh mein Gott. Okay. Vergiss es. Oh Gott, ist das geil. Scheiße. Okay. Meine Güte. Oh, die Welt.
nicht runterfallen! Ja. Ey, klar! Kogi! Kogi, Feuer! Ah, bin ich weg! Oh, shit! Oh. Das haben die extra gemacht! Das haben ja, die extra gemacht! Die großen Wellen erzeugt! Oh. Oh. Ach du Scheiße, ey! Oh, ach, das ist du Scheiße! Mann. Spielt man nicht mehr, ist nicht im Leatherpool. Ist gar nicht mehr im Leatherpool. Ist nicht mehr drin. Kennst du dieses GIF mit dem Speedboat, wo die alle so runterfallen, wenn ja, der einmal so kollabiert? Ich fühle mich wie in diesem GIF gerade ein bisschen. Aber ist es schlimm, wenn man runterfällt? Ist man dann einfach hinüber oder? Okay, okay. Oh, aber ne. Ja, geht gut. Alles gut. Was hast du? Kogi, hör auf, den Nils anzufeuern. Nils, mach mehr. Okay, ist so schön. Oh, es kommt die Welt. Oh, ja, ja, ja. Mach mal schnell. Geht's euch? Ja, gut. Alles gut mit dir, Krogi. Fantastisch. Alles großartig. Ist schnell. Es ist sehr schnell. Er meinte gerade, wir sind 80 km/h gefahren. Das hat man schon gespürt. Und es ist schon krass. Vor allem, wenn er hinter dem Boot durchfährt, wo noch die ganzen Wellen sind. Das geht schon, das geht schon gut. Das sind sich bewegende Sprungschanzen. Ja. Und ja, kein Wellengang. Das ist kein Wellengang. Aber der Rücken ist echt krass. Also man spürt das schon. Du hattest echt recht. Ja, das stimmt schon. Ja. Auch einen starken Rücken. Also ich bin mal gespannt, was Gino da nächste Woche zu dir sagt, Eddie. Wenn du da ankommst und komplett Blessuren überall und einfach halb tot. Ich habe das Gefühl, dass das anstrengend wird. Also das Training? Ja, es fühlt sich an wie Sport machen. So hier im unteren Bereich. Aber es ist wahrscheinlich auch, ja. Aber ich bin froh, dass wir reiten waren, wo wir so mal die Grundtechniken gelernt haben mit, wie kontrolliert man mal so ein 200 PS Biest. So, das ist halt wie wenn du 200 Pferde gleichzeitig reiten würdest, so ein bisschen. Oh. Es ist echt hart, wie man es im Rücken fühlt. Ich habe das Gefühl, der Mensch ist nicht dafür gedacht, so schnell zu sein. Es war sehr schnell, Eddie. 40 Knoten. Ich hab, als ich hier am Steg stand und gehört habe, 40 Knoten, dachte ich mir, komm, was wird das sein? Aber echt? Es war schon fucking schnell. Ich hab mit schnell gerechnet, aber ich hatte nicht Speedboat schnell im Sinn. Es war wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe zwischenzeitlich hab ich gedacht, das sind maximal 35 Knoten. Ich glaube, warst du schon mal so schnell? Also jetzt mal außerhalb von einem Flugzeug oder so, in einem Auto. Also so ich kann in offener Natur so schnell durch Raum und Zeit. Also Moment, außerhalb vom Auto? Ja. Außerhalb vom Flugzeug? Ja, so schnell unterwegs. Motorrad? Okay. Moped? Das ist ja ein schönes Moped, ne? Aber es fährt nicht 40 Knoten. Wahnsinnig schnell. 30 Knoten. Wie geht's deinem Rücken? Ich merke es schon so im Steiß. In der Steißgegend. Ja. Aber es ist okay. Ich habe auch sehr gut abgefedert. Ja, ja, klar. Ich habe das sehr gut ausgefedert. Du hast ja deine Beine, sind ja komplette Federn eigentlich. Das sind Federn. Das ist einfach
Das wird über die Wade in den Schenkel über den abgerollt. Und du hast echt immer so extra Schuhe, die auch nochmal bouncen. Also bei dir ist eigentlich ein kompletter Flüssigkeit fast. Man kann deine Beine fast als Flüssigkeit bezeichnen. Aber ich habe so mit, also während wir so gefahren sind, also sind die Gedanken auch so gerade auf der Rückfahrt so ein bisschen abgeschweift. Da habe ich so gemerkt, ich glaube, ich bin super, super so ein Seemensch. Ja, meinst du? So, ich glaube, die See, das offene Meer, der Ozean. Ich glaube, das ist, wo ich eigentlich hätte hin. Also, es gibt ja so, man weiß ja nie, wo es einem im Leben hintreibt. Stimmt. Und aber als du da mit 80 km/h übers Wasser geballert bist, dachtest du dir, hier gehöre ich hin. Das ist es. Hier gehöre ich hin. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte mir, heute ist Lebe-Abenteuertag. Ja. Was für Abenteuer werde ich wohl erleben? Aber ich habe tatsächlich ein Abenteuer erlebt. Ja, und du kannst auch noch mehr erleben. Oder ihr könnt noch mehr erleben. Wenn ihr mal bei uns auf den Blog geht, da könnt ihr nämlich noch Jochen Schweizer Kram gewinnen. Also wenn ihr auch mal Bock habt, irgendwie sowas hier zu machen. Ihr könnt ein Erlebnis gewinnen, was ihr möchtet. Zum Beispiel hier bei den RIP-Piraten hier in Hamburg. Ganz fantastisch, kommt vorbei. Ich kann mir gut vorstellen, dass die in nächster Zeit viel Besuch haben, weil das hat schon echt Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob man sieht, dass es Spaß macht, aber es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man es selber macht. Und ja, abgehakt. Speedboat fahren. Gemacht. Was kommt als nächstes? Wir haben noch den Klettergarten, ne? Wir haben Klettergarten. Aber ich weiß nicht, ob das soll. Wir haben noch Fallschirmspringen. Wir haben noch irgendwie Brunnen bauen in Westafrika. Also wir haben noch einiges auf dem Zettel auf jeden Fall vor. Ich war neulich beim Bouldern. Ja? Warst du schon mal bouldern? Nee. Ey, ich muss sagen, es ist das Lämste, was ich je gesehen habe. Ich will jetzt auch nicht die Leute angreifen, weil ich weiß, es ist ein totaler Trendsport und die Leute machen es. Aber ich war so da und du siehst hauptsächlich so knochige Typen. Ja. So knochige Typen, die dann so in Gruppen so eine 1-Meter-Wand so davor stehen, die so angucken. Die gucken ihn eine Stunde lang, gucken die so an, so, um sich so auf die einzulassen. Mhm. Dann gehen die so dran, springen da kurz dran und dann gehen so. Ja. Und dann gucken sie sich weiter. Ich hatte als Kind einen Freund, der sehr gern geklettert ist. Und der hat mich mal eingeladen, komm noch mit in die Kletterhalle, kein Problem. Und der klettert da rum und so. Und ich dachte, okay, alles klar, los geht's. An dem ersten Ding, ich komme nicht hoch. Ja, okay, komm nicht hoch. Ich bin auch gar dann bin nicht ich gegangen, das ist auch mega anstrengend. Du musst mega stark sein, aber es ist trotzdem ultra lame. Es ist uncool. Es ist einfach fucking uncool. Was kannst du denn Cooles machen damit? Ja, das stimmt schon. Du kannst auch nicht in deiner Freizeit, du kannst nirgendwo sagen, weißt du, wenn dir zum Beispiel, wenn du Basketball spielst, du spielst ja gerne Basketball, wenn der Ball dir zurollt, dann kannst du mal kurz dribbeln und den cool werfen. Verstehe. Was machst du beim Klettern? Vielleicht, wenn du irgendwo runterfällst in eine Klippe oder so einen Gletscher? Ah, weiß ich nicht. Du kannst es nicht cool einsetzen irgendwie. Ich wäre gerne auch selber noch gefahren, Speedboard. So, vor allem diese Kurven, dieses Driften, das hat schon Spaß gemacht. Aber das sind auf jeden Fall auch krasse Leute, die das hier machen. Von daher, ich glaube, das würde meine Kompetenz ein bisschen übersteigen, ehrlich gesagt. Ja, wir müssen jetzt auch Schluss machen, weil da ist schon die nächste Gruppe. Das ist krass. Die haben gesagt, hier Nils und Frank, ne, unsere beiden Fahrer, die haben gemeint, so an einem Samstag und so machen die so 5-6 Fahrten. Alter, was die für einen Job haben. Die fahren den ganzen Tag Speedboard einfach. Das ist schon echt krass. Das ist schon echt nicht schlecht. Jetzt kommt noch eine große Überraschung für euch, denn die letzten beiden Spieler für Haus an Haus werden eingeteilt. Das Voting, das allerletzte Voting ist durch. Das heißt, jetzt wird sich final zeigen, wer vollständig in Team Simon und Team Eddie ist. Wie bist du bis jetzt zufrieden mit deinem Team? Sehr zufrieden. Alles klar, wunderbar. Dann siehst du jetzt, ob du das sozusagen den Royal Flush kriegst oder vielleicht noch mal einen hast, du ein bisschen im Augenrollen musst. Es ist jetzt eigentlich nur noch die Frage, wie hoch wir gewinnen. Ja, okay. Alles klar, ich bin gespannt. Jetzt seht ihr, wer ist die letzte, das letzte Mitglied von... Ich dachte, jetzt seht ihr, wer ist hier der Boss? Das letzte Mitglied von Eddie und Simon Zimmer. Ansonsten, ja, vielen Dank an alle hier von RIP Piraten. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß. Wir machen das auf jeden Fall. Also wir machen irgendwas in der Art hoffentlich bald wieder. Vielen Dank an Jochen Schweizer, die das möglich gemacht haben. Und wir verbleiben mit einem freundlichen Gut Schiff. Ja, Gut Schiff. Und morgen, glaube ich, haben wir den Muskelkater unseres Lebens. Ja. Das müsst ihr nicht sehen. Ihr seht jetzt die letzte Abstimmung. Viel Spaß damit. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/moinmoin.